Eine Fraktion ist eine Gruppe von Ratsmitgliedern, die einer bestimmten Partei angehört. Wenn sich mehrere zusammenschließen, meistens und in der Regel aus einer Partei, die gewählt wurden in den Rat, wenn die sich zusammenschließen, dann sind sie eine Fraktion, wenn sie mindestens zwei Personen sind. Einer alleine ist ein Einzelvertreter, hat auch erheblich weniger Möglichkeiten und weniger Rechte. Eine Fraktion, mindestens aus zwei, arbeitet dann zusammen im Rat und denkt sich aus, was man Besseres für die Bürger tun und lassen kann. Fraktionszwang, das würde ja bedeuten, dass alle Mitglieder einer Partei in einem Parlament immer so abstimmen, wie es vorgegeben ist oder wie die Partei das möchte. Und das darf natürlich nicht sein. Trotzdem ist es fast immer so. Letztendlich ist es aber so, dass in den Fraktionen, in den Fraktionssitzungen immer beraten wird und jeder Einzelne auch die Möglichkeit hat, sich zu äußern zu verschiedenen Drucksachen, Anträgen und so weiter. Wir sind dann natürlich immer bemüht, einen gemeinsamen Konsens zu finden, sodass es denn letztendlich vorwiegend doch nicht schwer fällt, dann auch gemeinsam Entscheidungen zu fällen und dafür einzustehen. Ich verwende dieses Wort nicht gerne, weil ich, gut, es kommt, glaube ich, darauf an, auch wie groß die Fraktion ist, in der man sich befindet. Je kleiner, umso weniger, glaube ich, gibt es das. Also ich habe immer das Gefühl, wenn es zum Beispiel darum geht, ich habe eine andere Meinung als alle anderen, was ja durchaus vorkommt in der Fraktion, dann habe ich immer so die Einstellung, es ist eine demokratische Entscheidung und die Mehrheit, ne, die entscheidet darüber, was gemacht wird. Und dann kann ich als Einzelner nicht hinterher sagen, oh, ihr seid alle doof. Fraktionszwang ist etwas, wenn ein Beschluss gefasst wird in der Fraktion, in der Fraktionssitzung, die meistens nicht öffentlich ist, und man beschließt, zu einer bestimmten Drucksache Ja oder Nein zu sagen. Und wenn man jetzt Ja sagt und einer in der Fraktion sagt Nein, ich möchte dagegen sein, dann zieht dieser Fraktionszwang, dass man dann alle trotzdem dazu stimmen müssen. Für mich ist es das selbstverständlich, dass ich eben diese Mehrheit dann mittrage und die Fraktion jetzt deswegen nicht irgendwie, weil andere könnten das ja unter Umständen auch ausnutzen, könnten sagen, ah, die sind sich im Zwist oder sowas und sowas finde ich immer gefährlich, weil das ist ja gar nicht der Fall, ne? Also man spricht darüber und die Meinungen sind unterschiedlich und es hat eine Mehrheit gegeben und dann ist die Sache eigentlich geklärt. In Deutschland haben wir das freie Mandat, das ist auch gut. Jeder muss nach seinem Gewissen entscheiden. Und in den Fraktionen gibt es eine Disziplin. Und wenn wir in der Fraktion etwas beschließen, mehrheitlich, dann fühlen wir uns auch daran gebunden, weil Demokratie muss organisiert werden. Das ist immer so ein Meinungsprozess, da muss man sich austauschen. Und ich glaube, in der Kommune gibt es kaum eine Gewissensentscheidung. Also das andere ist im Bundestag, wenn es da wirklich um elementare Themen geht, wie die Präimplantationsmedizin, da muss das Gewissen entscheiden. Aber in der Kommune kann man immer abwägen, gut oder schlecht, aber ob eine Straßenumgehung da oder nicht anders stattfindet oder eine Sanierung vorgenommen wird oder nicht, da kann man dafür oder dagegen sein, aber nicht sagen, mit meinem Gewissen ist die Entscheidung nicht vereinbar.